Egagena bringt die 10-jährige Emma von der Notaufnahme zu Kinderarzt Dr. Martin Fleming. Mutter Nadine ist sehr beunruhigt, denn das Mädchen hat starke grippeähnliche Symptome und verhält sich merkwürdig. Ja, ja. Große, mein Name. Fleming, hallo, ich bin hier der Kinderarzt, das ist habe meine Dienst. Tochter Emma. Wollen wir reingehen, Emma? Oder? Mir geht's gar nicht gut. Nee, hallo Emma, sie hat Schüttelfrost, eben hat sie erbrochen. Fieber. Genau. Ich habe ihr schon einen kalten Waschlappen auf die Stirn gelegt, aber es geht Fieber überhaupt hat sie von nicht 39. Runter. Mhm. Ja, dann kommt mal hier ja, am besten okay. rein. Als ich Emma das erste Mal sah, war mir klar, als eigentlich erfahrenem Kinderarzt, dass das Mädchen was Ernstes haben musste. Gefiel mir gar nicht. Also im Augenblick läuft hier, deswegen sind Sie, glaube ich, auch hochgekommen, der grippale Infekt hier. Danke. Ich guck mal in deinen Ohren eben. Das sieht gut aus. Das ist jetzt Aufregendes. Lymphknoten sind nicht geschwollen. Das ist, gebe ich dir mal zurück. So, mal gucken hier mit dem. Das genau, ist unangenehm. Das, ist das hat sie eben im Auto okay. auch schon gesagt. Das aber sie ist doch nicht gestürzt. Nee, das ist nicht. Also, das ist so ein leichter, endständiger Meningismus, den man auch haben kann, wenn man mal so hohes Fieber hat. Also, das muss ich im Hinterkopf schon behalten. Ne? Gibt es denn sonst noch irgendwas? Hast du irgendwas Ungewohntes gegessen, möglicherweise, weil die ja auch übel war? Genau, das ist es nämlich. Also Emma hätte heute eigentlich Nachhilfe gehabt, aber ich habe gerade vom Nachhilfelehrer erfahren, dass sie nicht da war. Ja. Was hast du denn heute gemacht? Ja, ich war nicht da, weil es so langweilig da ist. Ich war bei Leonie und da hat die Mama von Leonie Fischbrötchen mitgebracht. Ja. Fisch, du hast immer doch die Ursache. Wenn ja. du gebrochen hast und Bauchschmerzen und dir schwindelig ist und Schüttelfrost, wahrscheinlich ist das Fischbrötchen nicht in Ordnung gewesen. Als das Thema dann auf Fischbrötchen kam, war ich einerseits so ein bisschen innerlich entspannt, weil ich dachte, da ist jetzt der diagnostische Bogen ist jetzt gespannt, wir haben das Rätsels Lösung. Aber das war erst der Anfang. Das kam noch ein ganz eigentlich schlimmes Ende. Mal ist dir schlecht? Ja. Dir ist schlecht? Ja. Warte mal ganz kurz. Oh, dir ist echt schlecht. Da müssen wir ein Schälchen sterben. Oh, ist dir ganz schlecht. Ja. Oh, ist aber eigentlich auch weit. Also jetzt müssen wir doch mal mit dem Fischbrötchen noch mal ein bisschen mehr nachdenken. Also ginge das, dass Sie mal da Ihre Freundin anrufen? Ja. Ob was da los ist, ob es vielleicht der Familie auch schlecht geht, bitte ich da mal weiterkomme. Schatz, ich gehe kurz raus. Kannst du auch rausspielen, wenn du ich gucke noch mal mir den Bauch mit dem Ultraschall an. Bei einer fraglichen Fischvergiftung ist es natürlich so, dass die Symptome etwa deckungsgleich waren mit dem, was Emma mir geboten hatte. Wobei die Nackensteifigkeit ist etwas, was da nicht so ganz hinpasst. Wenn das unangenehm wird, dann sagst du das, okay? Muss ja. immer sagen. Ne? So, einmal hoch. Ganz tapfer bist du. So. Reicht die jetzt nicht, da ist nur die Mailbox. Ich habe jetzt Nachricht hinterlassen. Ist gut, dann wird die sich ja hoffentlich melden. Wenn es ganz schlimm ist, kommen die hier vielleicht auch noch. Die ganze letzte Woche hatte ich das Gefühl, dass sie vielleicht irgendwie krank wird. Die war so ein bisschen nölig und dann hat sie irgendwie doch ein bisschen. Pulstechnisch ist das gut, ein bisschen schweißig, fiebrig. Können wir das hier mal eben auch mal, dass ich mir die Füße mal eben angucke? Die waren eben auch noch ganz kalt, ne? Was ist das denn? Was hast du denn hier gemacht? Emma, was hast du an den Beinen? Seit wann hast du das? Weißt du gar nicht. Emma, wo warst du heute? War das heute Morgen schon? Nein. Guckst du mal eben ganz kurz in meine Augen? Ja, in meine Augen. Jetzt in das Licht. Und jetzt in das Licht. Ist das unangenehm? Also jetzt dass es in dem Zusammenhang. Schlechter geht, weil sie wirkt so ein bisschen apathisch. Ja, also wir haben ein Problem. Wir haben ein echtes Problem. So wie das jetzt hier aussieht, hat ihre Tochter eine Meningokokken, eine Hirnhautentzündung. Meningokokkeninfektion. Okay. Ja. Woher kommt denn sowas? Das hat sie sich irgendwo gefangen von jemandem, der krank ist. Woher, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Wir müssen jetzt sehr schnell handeln, weil das manchmal wirklich sehr schlimm. Sie sehen ja, wie schlimm das ist. Wir müssen sie isolieren. Sie kriegt sofort das Zimmer. Da sofort. Ein Isozimmer draus? Ja, ein Isozimmer. Ja, ich rede mit Ihnen gleich, aber wir müssen jetzt mal richtig flott handeln.
In dem Augenblick, wo der Verdacht, auch nur der Verdacht einer Meningokokkenerkrankung oder einer Meningokokkensepsis im Raume steht, ist höchste Eile geboten. Deswegen ist es mir auch sehr schwer gefallen, mit der Mutter kurz angebunden nur zu sprechen, weil Emmas Leben war in Gefahr. Es ist nicht die Diagnose, aber ein sehr hoher Verdacht. Und bei schon der Verdacht zwingt uns, sofort alles Mögliche zu machen, weil das sehr schlimme Folgen haben kann, die in ganz kurzer Zeit. Sie sehen, das hat so geblutet, das kann überall bluten, das kann das ganze Herzkreislauf, das kann ganz schlimm werden. Eine Meningokokken, das war wohl 3-4 Tage jetzt im Vorfeld, ist das gelaufen, die Inkubationszeit, und heute ist das ausgebrochen. Also wir müssen jetzt alle Hebel in Bewegung setzen. Selbst Sie kriegen von uns gleich eine Prophylaxe. Unser Krankenhausteam muss sich schützen davor, weil wir Kontakt hatten. Ich brauche von Ihnen die Liste aller engen Kontaktpersonen. Mhm. Freund, Mann, Omi, Opi, alle. Und wir müssen, das werde ich gleich veranlassen, das Gesundheitsamt anrufen, mit die Schule Bescheid weiß. Wenn man bei einer Meningokokken-Sepsis, und das war in diesem Fall, lag es vor, wartet auf die endgültigen Resultate des Labors, dann hat man das Leben des Patienten aufs Spiel gesetzt und meistens verloren. So, ach, wer ist das denn? Infektionsmittel ist ja hier. Ja. Hier haben wir noch die Leonie. Ich weiß, was ist der beliebteste heute? Nee, was ist denn jetzt? Wer ist Leonie? Leonie weiß ist hier, der geht's ganz schlecht. Ja, das ist Leonie ihre Freundin. Das ist ihre Freundin mit der Fischbrötchen. Das ist die Mutter, die ich eben versucht habe zu erreichen. Darf ich mal ganz kurz? Darf ich mal ganz kurz sehen? Entschuldigung, wenn ich Sie... Also, bitte auch, ich spreche mit Ihnen gleich. Tochter geht genauso, Leonie. Ich bin der Kinderarzt hier. Du gehst auch zur Emma ins Zimmer auf die Isolierstation. Sofort. Und es wird sofort auch, ich sag's dir sofort, sofort das Antibiotikum aufgezogen. Okay, Antibiotikum. Wollen wir noch irgendwie was wegen Kontaktpersonen? Ja, das habe ich alles in die Wege geleitet. Aber bitte überprüfen, bitte, dass Sie die Liste haben. Für einen Menschen gibt es immer nur einen Kontaminationsgrund. Und das ist ein enger Kontakt zu einem anderen Menschen, der an dieser Krankheit erkrankt ist. Emma hat sehr wahrscheinlich eine Hirnhautentzündung. Es ist ein Verdacht, natürlich, ja? Nur der Verdacht, der ist so gravierend, dass wir alles sofort machen müssen. Ja. Und ich muss auch sagen, dass ich nicht weiß, wohin die Fahrt geht. Es kann auch sein, dass wir noch auf die Intensivstation müssen. Das kann manchmal sehr unglücklich laufen. Deswegen das Schnellste, was wir machen müssen, deswegen war ich so unfreundlich auch zu Ihnen, dass die Mädchen erstmal ihr Antibiotikum als allererstes bekommen. Die Panik war bei beiden Müttern sofort da. Es gab ja einen Schlag nach dem anderen an diesem Tag für beide Mütter. Dass die Kinder krank waren und dann so plötzlich sich verschlechterten. Und dann kam ich mit einer Diagnose, die nichts Gutes übrig ließ. Ja. Kannst du mir den Hasenhoppel aus meinem Rucksack geben? Welchen Hasen? Wo ist denn dein Rucksack? Der Rucksack ist da, also den hast du eben schon rein. Ein Hase? Ist da drin? Ist da ein lebendiger Hase drin? Ja. Ich weiß gerade auch nicht, was sie meint. Wie? Kennen Sie den gar nicht, liebe Mami? Das? Was ist denn das für ein Muggeltier? Der sieht aber arg zerzaust aus. Er aus wie ein Hase, Stinky. Wie eine Ratte, Hasenratte. Wo hast du den denn her? Den haben wir von den Hexenhaus von der Oma da. Von welchem Hexenhaus? Da bei Leonie. Das Hexenhaus? Bei uns am Ende der Straße? Ja, das. Oh Gott, das klingt. Oma Doris in der Straße. Ja, da waren wir. Da wart ihr? Warum wart ihr denn? Hast du einen Hasen bekommen? Ja, wir kümmern uns immer um die Hasen da. Und gehen auch immer einkaufen für die alte Frau. Ja, Oma Warum Doris geht hat für viele die Hasen. Das ist richtig. Warum macht ihr das denn für sie? Weil es nicht sehr gut geht, weil die krank ist. Wie? Was hat die Frau denn? Weiß ich nicht, aber denen geht's auf jeden Fall nicht. Ach mein Gott. Und da geht ihr öfter hin? Ja. Seit wann ist sie denn so krank? Schon längere Zeit. Ach du meine Güte, es verdichtet sich ja, dass die Omi wirklich schwer krank ist, das auf die Kinder übertragen haben. Ich brauche die Adresse von der Omi sofort. Natürlich, was wir müssen, du dich da denn? Herr Dr. Flemm, können Sie einmal bitte schauen noch? Ja, wir müssen aber mit der Omi müssen wir ja sofort jetzt den Notarzt hinschicken mit Polizei. Okay. Ja. Aber können Sie hier einmal bitte schauen? Sie sagt, es juckt. Juckt aber dir. Was ist denn noch? Was ist mit dem Stich? Ist das? Ich möchte jetzt mit Ihnen mal kurz sprechen. Wie
Leonus vermehrtes Kratzen an mir im Bauch führte uns ja dazu, dass wir sagten, komm, zeig mal, was ist denn da? Und als sie das Hemd hochzog, waren wir doch sehr erschrocken, dass die Haut sich da sehr stark verändert hatte im Sinne eines Gewebeunterganges, was wir als Nekrose bezeichnen. Das sieht nicht so gut aus, das ist so ähnlich wie bei Emma. Nur bei ihr ist es in diesem Bereich dieses Hasenkratzers, dass das Gewebe abgestorben ist. Auch durch diese ihr Erreger. Und das heißt, man muss diese Wunde jetzt sehr gut behandeln. Hallo. Ach so. Hallo. Ja. Doktor, was ist da los? Ich habe mir das angeguckt. Also es sieht ja nicht so schlimm aus, wie es wirklich ist. Das okay. Nennt sich Nekrose. Da ist Haut abgestorben durch Bakterien. Mhm. Und damit die sich nicht weiter verbreiten und noch tiefer ins Gewebe reingehen, müssen wir die Stelle sauber machen. Das nennt sich Wundheile, das machen wir im OP. Die Eintrittspforte für diese großflächige Zellzerstörung war dieser Kratzer, der von dem Hasen verursacht war am Bauch. Wenn da Bakterien, in diesem Fall waren es ja die hochinfektiösen Meningokokken, durch Atemsekrete oder durch Niesen mit der Wunde in Kontakt kommen, also mit sich blitzschnell ausbreiten können und dann halt auch sowas wie eine Sepsis auslösen, also eine Blutvergiftung auslösen. Tut auch praktisch gar nicht weh. Da kommt eine entsprechende Salbe drauf, ein Hydrogel, damit das so richtig angedaut, aufgelöst wird. Das ist wie Wasser. Dann wird das ganze kranke Gewebe, das nekrotische Gewebe, lässt sich dann einfach abspülen, kann man einfach sagen. Und dann kommt noch so eine wärmende Salbe da drauf, damit die Durchblutung gesteigert wird und das Gewebe wieder heilt. Ist alles gut. Was hat das für Folgen? Das wird auch keine Narbe geben. In 5-6 Wochen wird das ablassen. Und aber muss sie hier bleiben so lange? Oder was passiert jetzt? Sie muss sowieso noch. Kann ich jetzt zu ihr noch? Jetzt ist es ein bisschen schlecht, weil ich habe das schon alles eingeleitet. Der OP ist vorbereitet. Aber kann ich nicht vorher noch mal einmal zu ihr? 20 Minuten, dann ist die Sache vorbei. Die ist aufgeklärt, die macht das super, die ist sehr tapfer, ihre Tochter. Ja. Gut. Also alles verstanden. Es ist jetzt nicht erst ein Drama, was gemacht wird, aber das muss gemacht werden. Bleiben Sie mal jetzt. Isabel, ich verstehe dich. Ist ja gleich wieder hier bei uns und dann ist das alles erledigt. Nekrose, also diese Zellzerstörung, ist sehr, sehr schnell gewachsen. Und dadurch sieht man halt auch, wie pathogen, also wie krankmachend dieser Keim ist. Deshalb muss man blitzartig reagieren und die Wundtoilette direkt anschließen. Der Zustand bei der Mädchen ist kritisch. Jetzt kommt es darauf an, dass die Antibiotika anschlagen. 4 Tage später. Das abgestorbene Gewebe auf Leonies Bauch konnte restlos entfernt werden. Und den jungen Patientinnen geht es zum Glück schon wieder besser. Allerdings machen sie sich große Sorgen um Oma Doris und die Häschen. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo, meine kleine Patientin. Hallo, Hallöchen. Wie sieht's denn aus heute? Tapfer sind sie. Tapfer sind sie beide, ne? Aber es sieht doch schon wieder ganz gut aus, ne? Für das, was das war. Die sehen hervorragend aus. Ja, finde ich aber auch. Kann ich mal auf deinen Bauch gucken? Es dauert, glaube ich, nicht mehr so lange, ne? Muss man so sehen. Oh, super, das ist ganz sauber. Ja, super, super. Also, das muss, genau. Also wenn was durchsuppen würde, also wenn man da irgendwelche Mundsekret sehen würde, das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Es sieht super aus. Da bleibt auch keine Narbe zurück, das kann ich dir versprechen. Also brauchst keine Angst zu haben. Also die Entwicklung der letzten 4 stationären Tage unter der antibiotischen Behandlung haben klar gezeigt, dass die Kinder das mehr oder weniger ohne Restschaden überstehen. Es hat so gut angeschlagen, das Medikament, obwohl es schon sehr kritisch war. Guck mal, wer da kommt. Hallo. Das ist die Doris aus dem Hexenhäuschen. Kinder, wie geht's euch? Hallo. Ach, du hast ja den Hasen mitgebracht. Nur so ein bisschen Hoppe. Ja, ich habe eine Idee. Wie wär's denn, wenn ich euch als Dankeschön, weil ihr mir so geholfen habt und ihr habt die Hasen so toll versorgt und für mich eingekauft, wenn ich euch jedem einen Hasen schenke? Ja.
Da kann ja keine Mutter widerstehen. Ja. Aber ihr müsst uns auch versprechen, dass ihr euch weiterhin um die kümmert. So ist das. Ja? Ja, gut. Jeden Tag. Ist okay. Nach einer Woche durften Emma und Leonie wieder nach Hause. Auch Oma Doris hat sich mittlerweile von der schweren Infektion erholt. Sie verdankt den beiden Mädchen ihr Leben. Ohne deren Hinweis wäre sie nicht rechtzeitig gefunden worden. Dennoch haben die frisch gebackenen Hasenbesitzerinnen ihren Müttern versprochen, nie wieder heimlich irgendwo zu helfen.